Und herzlich willkommen hier zum Livestream vom Deutschlandfinale 2021 des FameLab. Wir sitzen hier, also ich sitze hier in Bielefeld und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir kommen heute zum großen Finale des deutschen FameLab-Wettbewerbs. Es liefen schon 4 Vorentscheide deutschlandweit, einer in Regensburg, einer in Dresden, einer in Karlsruhe und einer hier bei uns in Bielefeld, allesamt dieses Jahr digital, und alle Wettbewerbe haben einen Erstplatzierten oder eine Erstplatzierte und einen Zweitplatzierten oder eine Zweitplatzierte hervorgebracht, die heute gegeneinander antreten, um herauszufinden, wer sich im Feld der Wissenschaftskommunikation hier bei euch am besten platzieren kann. Das Ganze findet schon zum 11. Mal in Deutschland statt und auch schon zum 3. Mal hier in Bielefeld digital. Ja, also es ist auch schon länger in Bielefeld, aber es ist schon das 3. Mal, dass wir einen digitalen Wettbewerb hier stattfinden lassen und den ihr live verfolgen könnt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind alle von deutschen Hochschulen oder deutschen Instituten, sind aber teilweise gar nicht deutsche Muttersprachler, was möglicherweise zur Folge hat, dass wir heute auch Zuschauerinnen und Zuschauer aus der ganzen Welt hier haben, und die wollen wir natürlich auch begrüßen. So, welcome everybody from abroad who's not speaking German. Don't worry, half of tonight is going to be in English, because the participants could choose in which language they would hold their speeches, so you might not understand everything, but half of it. And we would love to you to write in the chat from where you are watching right now. So welcome everybody, herzlich willkommen, und natürlich auch alle deutschsprachigen Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind gespannt, von wo aus schaut ihr heute Abend überall zu. Schreibt es uns gerne in den Chat. Es ist ja live, ne? Wir machen das ja auch live, damit wir ein bisschen auch einen Draht zu euch haben. Und ihr dürft natürlich heute Abend auch einen wichtigen Preis ausloben, nämlich es gibt heute auch einen Zuschauerpreis. Also am Schluss dürft ihr mit abstimmen, eine oder einer bekommt nämlich auch einen Zuschauerpreis heute von euch. Ja, so ein Event kann natürlich nur dann auch ausgetragen werden, wenn es jemanden gibt, der das Ganze austrägt. Also hier nochmal einen großen Dank an das Wissenschaftsbüro von Bielefeld Marketing, die das Ganze hier ausrichten und die das Ganze hier organisiert haben. Das Ganze läuft auch unter der Schirmherrschaft des British Councils. Also vielen Dank auch ans British Council und an die Kooperationspartner, die erwähnt werden sollen. Ja, nein, auch ich will sie auch erwähnen. Wir wollen natürlich auch Danke sagen. Einmal an Goldbeck und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh, die das Ganze hier vor Ort als Corporate Partner vom Wissenschaftsbüro unterstützen. Und auch einen herzlichen Dank an die regionalen Partner, also an Herz 87.9, an das Kulturamt Bielefeld,
an die Uni Bielefeld und hier an Nerdstar, die aus ihren Studios uns heute streamen lassen. Also freut euch auf 8 wunderbare Vorträge, auf 8 tolle Kurzvorträge aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich schon einen Vorentscheid gesehen und einige von euch sind FameLab Neu-Dazukommlinge. Also ich würde mal ganz kurz nochmal erklären, was ist eigentlich FameLab? Und zwar dürfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 3 Minuten Zeit einen Aspekt ihres Forschungsbereiches nochmal präsentieren. Sie dürfen dabei keine Präsentation benutzen, sondern nur das an Requisiten mitnehmen, was sie selbst tragen können. Wären wir heute eine Live-Veranstaltung, gäbe es auch ein Meter Quadrat, aus dem Sie sich nicht herausbewegen dürfen. Durch diese Streaming-Geschichte haben wir das jetzt ein bisschen aufgelöst. Sie müssen auf jeden Fall im Bild bleiben mit Ihrer Sache. Sie dürfen keine großen Bewegungen machen und dürfen in eben diesen 3 Minuten Ihre Wissenschaft präsentieren. Was passiert, wenn Sie überziehen? Ich habe diese wunderbare Daisy hier, die schon in vielen FameLab-Veranstaltungen ihre Dienste wunderbar geleistet hat. Wenn ich da drauf drücke, gibt es ein akustisches Signal. Das bedeutet, dass die Damen und Herren schnell zum Ende kommen sollen. Und spätestens, wenn Daisy mehrfach Geräusche von sich gibt, dann unterbrechen wir tatsächlich auch den Vortrag. Das Ganze wird dann von einer Jury, die ich euch gleich vorstelle, bewertet nach 3 Kriterien. Nämlich einmal nach Content, also ist der Inhalt eigentlich korrekt, ist das Ganze wissenschaftlich gut gearbeitet. Das zweite ist die Clarity, also ist es verständlich, können das auch viele Leute gut verstehen, was da vorgetragen wurde. Und das dritte ist Charisma, zum Beispiel auch den Unterhaltungswert der Präsentation, die rhetorischen Qualitäten. Was wir heute nicht bewerten, ist tatsächlich ganz explizit nochmal erwähnt, die Bild- und Tonqualität. Ja, wir haben tatsächlich heute wir haben es gewagt, alle Damen und Herren hier live reinzuschalten. Das heißt, ihr werdet gleich auch live vorgetragene Vorträge haben. Also es ist nicht mehr ein Video, was abgespielt wird, sondern wir haben jetzt gerade, hören uns schon alle 8 zu, sind wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, entweder bei sich zu Hause oder im Büro und haben soweit vorbereitet, dass es gleich hoffentlich die Leitung steht und wir 3 Minuten lang diese Vorträge genießen können. Also der Bild und Ton wird nicht bewertet und es wird auch nicht sprachliche Fehler bewertet. Denn wie schon eingangs erwähnt, es wird ein Teil auch auf Englisch stattfinden. Also man konnte sich aussuchen, ob man auf Deutsch oder auf Englisch präsentiert und in diesen beiden Sprachen werden wir heute jeweils, ich glaube sogar im Wechsel, unsere 8 Vorträge hören. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis, das FameLab ist ein Wissenschaftskommunikationswettbewerb für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den MINT-Fachrichtungen. Also wir haben Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik heute am Start und da natürlich auch aus allen verschiedenen Richtungen. Ihr könnt zu Hause gerne auch klatschen, ihr könnt auch gerne in den Chat schreiben. Also wir versuchen ein bisschen hier wirklich den Live-Event-Charakter auch hochzuhalten. Also bitte beteiligt euch, klatscht auch zu Hause. Irgendwie hören wir es schon. Es kommt irgendwie dann bei uns hier in Bielefeld an. Und genau, ich hatte von einer Jury gesprochen, die möchte ich euch nicht länger vorenthalten. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte die Jury. Hallo, ich stelle mal kurz vor, einmal haben wir heute im Team der Jury Elsa Kienberger. Sie ist Head of Education, Science und Society beim British Council in Deutschland. Sie hat selbst Germanistik in Manchester und Berlin studiert und begleitet das FameLab schon lange als von der Seite des British Councils. Hallo Elsa. Hallo Marvin. Schön, dass du da bist. Außerdem heute im Team ist Timo Fratz. Der ist seit 2015 Chefredakteur von Radio Bielefeld und war selber auch viel unterwegs als Journalist, auch bei Funk und Fernsehen und kennt sich gut aus mit Medien. Hallo Timo. Hallo Marvin. Außerdem heute mit Teil der vierköpfigen Jury ist Professor Dr. Martin Egelhaf. Er ist Professor für Neurobiologie an der Uni Bielefeld und ist seit 2006 auch Prorektor für Forschung und Forschungstransfer an der Uni Bielefeld. Hallo Martin. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Und last but not least, jetzt habe ich in die falsche Richtung geblättert, Professor Dr. Christian Schröder. Er hat selber Physik studiert an der Uni Osnabrück, ist aber seit 2003 Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule in Bielefeld. Außerdem seit 2013 Vizepräsident für Forschung und Entwicklung an der FH. Hallo, Herr Schröder.
Hallo Marvin. Hallo Christian, genau. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute diese schwierige Aufgabe übernehmt und die Verantwortung tragt, am Ende zu gucken, wer hier heute eigentlich als Gewinnerin oder als Gewinner vom Feld geht. Martin, vielleicht mal die Frage an dich. Es sind Pandemiezeiten. Ich glaube, wir haben alle mehr Wissenschaftskommunikation erlebt als sonst auch. Warum ist Wissenschaftskommunikation als eigenes Feld nochmal so wichtig? Naja, wir haben, glaube ich, alle gesehen, auch in dieser Pandemiezeit, aber nicht nur da, dass Wissenschaft wichtig ist, dass Wissenschaft toll und spannend ist. Aber große wissenschaftliche Fragen sind eben auch schwierige Fragen und die führen dann oft zu komplexen wissenschaftlichen Antworten. Nun helfen uns die genialsten wissenschaftlichen Erkenntnisse nichts, wenn man nicht in der Lage ist, auch sie einem breiten Publikum eben irgendwie plausibel zu vermitteln. Nicht, also geniale Wissenschaft alleine führt zu keinem Impact. Und deshalb ist eben wichtig, Wissenschaft eben auf den Punkt zu bringen, auch für ein breites Publikum, Wissenschaft gut kommunizieren zu können. Und gerade als Wissenschaftler, denke ich, darf ich sagen, das gehört eigentlich fast zum Allerschwierigsten. Und ganz viele, auch geniale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sind eben oft kaum in der Lage, wirklich gut interessierten Publikum zu vermitteln. Aber deshalb freue ich mich, hier dabei zu sein, weil ich bin ganz sicher, dass eben die Personen, die heute hier mitspielen, vielleicht noch keine großen und berühmten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, aber dadurch, dass sie eben gut kommunizieren können, auf dem richtigen Weg dorthin sind. Okay, also ein wichtiges Feld in der Wissenschaft. Christian, ich frage dich mal, du hast in Physik studiert, machst jetzt als Professor im Bereich Mathematik und Informatik was. FameLab ist ja für diese MINT-Fächer. Ist Wissenschaftskommunikation im MINT-Bereich nochmal was Besonderes? Ja, ich denke schon. Also, es ist eine besondere Herausforderung, weil, wie du so schön sagst, der MINT-Bereich, Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technik, ist ja häufig beherrscht durch abstrakte Größen, die betrachtet werden. Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwelche Zusammenhänge über Differentialgleichungen erklären muss in 3 Minuten oder über schwarze Löcher, dann ist das eine echte Herausforderung. Das heißt, wir haben die Komplexität häufig dieser technischen oder mathematisch-naturwissenschaftlichen Fragestellung und das Ganze dann eben tatsächlich auf 3 Minuten runterzubrechen und dann auch noch verständlich für den, ich sag mal, interessierten Laien. Also das ist eine echte Herausforderung. Und wer das kann und das wirklich auf den Punkt bringt, da schließe ich an das an, was Martin sagt, dann, das ist großartig und das brauchen wir in der Zukunft noch viel, viel mehr, weil tatsächlich die Wissenschaft ja auch nicht einfacher wird. Wahrscheinlich nicht. Liebe Elsa, du bist schon ganz lange beim FameLab mit dabei. Was bringt das denn eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie sich auf dieses Format einlassen? Hast du da irgendwie schon so ein bisschen Rückmeldung bekommen aus den letzten Jahren? Warum ist es wichtig, auch bei sowas mitzumachen? Ja, ich würde sagen, es gibt 3 Gründe. Also erst natürlich diese Üben, deine Forschung kurz und knapp zu erklären und deutlich zu erklären, Laien zu erklären. Das ist der erste Grund. Und Übung macht den Meister, also oder die Meisterin. Und zweitens ist das auch, finde ich, wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. Und die Gewinnerin oder der Gewinner von FameLab Germany wird dann das auch die Möglichkeit haben, mit internationaler, andere junge Forscher aus aller Welt zu machen. Und das ist ein klarer Vorteil. Und dann drittens natürlich die Gewinner und Gewinnerinnen, die wir hier heute haben, hatten schon ein Masterclass, ein Medientraining. Und ich denke, das ist immer wichtig, wenn man dann in Zukunft oft von den Medien gefragt wird zu ihrer Forschungsteam. Okay, ja, Medien ist vielleicht auch die perfekte Überleitung zu Timo Fratz. Timo, du hast ja auch schon viel FameLab gesehen. Du hast die letzten Jahre ja auch selber moderieren dürfen. Und du hast viele Vorträge gesehen. Hast du vielleicht so als von deiner Journalistenperspektive irgendwie beobachtet, was macht einen guten Vortrag aus? Na, ich glaube, es geht darum, dass ja jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin heute weiß, worüber sie redet. Also sie weiß um ihr Thema, sie weiß um das, was sie uns präsentieren will. Sie hat es vielfach vorher auch mal geprobt. Trotzdem konzentriert man sich immer sehr, sehr stark darauf, was man inhaltlich sagen will. Und die Kunst ist ein bisschen, sich davon zu lösen, weil man weiß, was man sagen will. Man ist sicher in den Themen. Da bin ich mir auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen heute extrem sicher, dass die sich da sicher sind. Und deswegen gilt es auch so ein bisschen, sich eher darauf zu konzentrieren, es wirklich unterhaltend und auch mit ganz, ganz viel Spaß für uns rüberzubringen, damit wir uns halt auch für dieses Thema alle an den Bildschirmen zu Hause begeistern können und im Grunde dann irgendwie richtig Lust auf dieses Thema kriegen. Das ist wichtig, dass man das auch so ein bisschen mit reinbringt, weil wie gesagt, die Inhalte, da bin ich mir 100%ig sicher, die kennen alle. Jetzt geht es darum, uns wirklich zu fesseln.
Okay, cool. Und ist ja auch schön, wenn der Spaß bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleibt und ihr als Jury euch dann nachher die Köpfe zerbrecht, wer es am Ende geschafft hat. Vielen Dank an euch. Wir sehen euch ja dann nach jedem Vortrag nochmal und ganz am Schluss auch. Also euch allen viel Erfolg und vielen Dank, dass ihr da seid. Und ja, wir haben es gesagt, die küren die Gewinnenden, also die Gewinnerin oder den Gewinner. Der Publikumspreis gewinnt heute tatsächlich eine Überraschung. Ja, das ist... Es bleibt auch eine Überraschung, das wissen wir selber auch noch nicht so genau. Aber die Leute, die heute gewinnen, die erstplatzierte Person darf tatsächlich dann im November am internationalen FameLab weltweit Wettbewerb teilnehmen und gewinnt eine Teilnahme an einer internationalen Konferenz zum Thema Wissenschaftskommunikation. Und auch die zweitplatzierte Person heute darf an einer Konferenz zum Thema Wissenschaftskommunikation teilnehmen. Also es lohnt sich auch hier zu gewinnen. Denn dann kann Wissenschaftskommunikation auch in Zukunft noch Thema der Person bleiben. Und ich habe schon gesagt, wir haben verschiedenste Themen da. Und ich darf immer kurz so ein bisschen einleiten in die Vorträge. Und wir beginnen mit einem Vortrag aus dem Bereich Chemie. Ja, wir haben vorher gelost, in welcher Reihenfolge die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drankommen. Und ich habe mich nochmal gefragt, so Chemie hat ja relativ viele interessante Stoffe, die irgendwann mal gefunden wurden und die dann benannt wurden. Zum Beispiel Wolfram. Ne, warum heißt das eigentlich so? Das liegt daran, das Wort Wolf kommt daher, weil das Mineral Zinnerz wie ein Wolf auffraß, habe ich mich schlau gemacht. Und Rahm von Ruß, Rahm oder Dreck als mittelhochdeutsches Wort. Also Wolfram, da kommt es also her. Zum Beispiel Salpeter, natürlich ganz einfach von lateinisch Sal wie Salz und Petra ist der Stein. Salzsteine. Aber woher kommt eigentlich das Wort Bauxit? Das ist ja das Aluminiumerz. Bauxit, ich fand das spannend, weil Bauxit kommt gleich im nächsten Vortrag vor. Bauxit 1821 zuerst entdeckt in Les Baux de Provence, also Les Baux de Provence, wenn man es genau so will. Das Bauxit ist einer der Stoffe, mit dem sich die erste Teilnehmerin des heutigen Abends wahrscheinlich schon mehr beschäftigt hat als ich. Sie ist von der TU Dresden und ihr Vortrag heißt Der steinige Weg zu grüner Alufolie. Herzlich willkommen, Janine Richter. Guten Abend. Hallo Janine, du kannst mich hören. Ja. Super. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Der steinige Weg zu grüner Alufolie. Ich wünsche dir viel Spaß. Deine 3 Minuten starten dann jetzt. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre letzte Wanderung? Frische Luft, natursatt und das Wichtigste, lecker Pausenverpflegung. Vielleicht haben Sie Ihre belegten Brote ja auch in Alufolie eingepackt. Dieses Aluminium ist doch wirklich super praktisch. Es bildet extrem feste Materialien, rostet nicht und ist dabei auch noch total leicht. Deshalb ist es nicht nur für Alufolie interessant, sondern auch im Auto- und Fahrradbau, für Überlandleitung oder Ihr Handy super wichtig. Aber haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wo dieses Aluminium überhaupt herkommt? Nun, dafür habe ich Ihnen diese schönen roten Steine mitgebracht. Die heißen Bauxit und sind das Erz, aus dem man Aluminium herstellt. Von hier bis hier ist das allerdings eine ziemlich dreckige Angelegenheit. Und das liegt nicht nur an den Milliarden Tonnen giftigen Abfalls bei der Bauxitverarbeitung. Aluminium ist nämlich außerdem auch eine ziemliche Couch-Potato. Und denkt gar nicht daran, seine schönen roten Bauxitsteinchen zu verlassen. Dafür müssen wir ihm schon ein ziemlich heißes Feuer unter dem Hintern machen. Und das benötigt so viel Energie, dass die Herstellung von Aluminium für etwa 1% der weltweiten Ausstöße von Kohlenstoffdioxid verantwortlich ist. Da sollten wir wirklich irgendeine grünere, umweltfreundlichere Möglichkeit finden. Und was hilft am besten, wenn man mal so gar nicht vom Sofa hochkommt? Eine super motivierte Freundin. Und die Freundin, die ich unserem Aluminium in seinem Bauxit vorbeischicken will, kennen Sie alle von Ihrem Esstisch. Salz. Bisher ist Ihnen das sicher meistens als solches weißes Pulver begegnet. Doch beim Erhitzen schmilzt das Salz zu einer Flüssigkeit. Nun, bei Kochsalz kann ich lange heizen. Das schmilzt erst bei 800 Grad. Doch in den letzten Jahrzehnten wurden viele, viele Salze entwickelt, die schon nahe Raumtemperatur schmelzen. Und weil die dann nicht mehr so, sondern so aussehen, nennen wir sie ionische Flüssigkeiten. Und solche ionischen Flüssigkeiten sind schon bei niedrigen Temperaturen super Lösungsmittel. Das heißt, wenn wir unser Bauxit hier hineinwerfen, kommt das Aluminium fast von selbst heraus.
Diese super motivierte Freundin musste also nur mal den nötigen Stupser geben. Und schon wird aus der Couch-Potato eine Wander-Potato. Damit bekommen wir das Aluminium also auf deutlich umweltfreundlichere Weise aus dem Bauxit in die ionische Flüssigkeit. Und für den Rest, von hier bis zur Alufolie, habe ich auch schon Ideen. Aber hey, bis die marktreif sind, wird auch weniger Kohlenstoffdioxid produziert, wenn wir unseren Aluminiumbedarf etwas senken. Für manche Sachen gibt es jetzt schon super Alternativen. Meine Brote zum Beispiel packe ich nächstes Mal lieber einfach in eine Frühstücksbox. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Vortrag und es war eine Punktlandung zeitlich. Janine, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Das klingt alles, als hättest du wahrscheinlich als Expertin für anorganische Chemie auch viel vereinfachen müssen für uns. War das jetzt sehr stark vereinfacht? Ja, das könnte man so sagen. Aber das ist ja auch das, worauf es ankommt, warum wir das machen. War das eine große Herausforderung auch für dich, die Vereinfachung zu finden? Ja, aber es macht auch unglaublich viel Spaß. Das habe ich gemerkt. Vielen Dank für deinen Vortrag. Wir hören mal, wie die Jury das so einschätzt. Wir fangen vielleicht mal an mit Martin. Ja, also ich hatte durchaus auch ganz viel Spaß. Eine Frage jetzt, was den Schluss des Vortrags anbelangt, da gab es ja noch zwischen der schönen ionischen Flüssigkeit und dem Alu noch irgendwie einen weiten Weg. Was gilt es da noch zu tun und wie lange ist dieser Weg noch? Erleben wir den überhaupt noch? Also meine Promotion dauert noch 1,5 Jahre. Ich hoffe, bis dahin schaffe ich den Rest des Weges noch. Also nicht mehr so lang. Genau, das ist jetzt wirklich schwierig oder die Frage, wie das Aluminium aus der ionischen Flüssigkeit wieder rauskommt und was dabei hoffentlich helfen soll, ist einfach Elektrizität. Also Elektrochemie, wir legen also eine Spannung an, theoretisch könnten wir dort was in die Steckdose stecken und bekommen hoffentlich dann Aluminium elektrochemisch wieder heraus. Das war deine Frage, Martin. Vielleicht hast du auch ein Feedback zum Vortrag von Janine? Ja, also ich fand das ungeheuer unterhaltsam, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht, jedenfalls die entscheidenden Schritte, die es zu lösen gilt. Ja, und ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Okay. Danke, Martin. Elsa, was sagst du zum Vortrag? Ich fand das auch sehr spannend. Ich glaube, es ist wunderbar, weil man spürt deine Begeisterung. Ich fand das sehr klar und auch sehr gut für Nicht-Naturwissenschaftlerinnen zu verstehen. Und natürlich, das ist ein super wichtiges Thema, Nachhaltigkeit und Aluminium, also für heutzutage. Aber habe ich sehr genossen. Danke. Vielen Dank. Timo. Ja, ich fand's super, dass es ein Thema ist, wo gleich die Relevanz für uns deutlich wurde. Ne? Also Butterbrot kennt jeder, weiß jeder, dass er das erstmal in so eine Folie einpackt, da in eine Alufolie, macht sich dabei vielleicht viel zu wenig Gedanken, was denn dahinter steckt. Das wurde also ziemlich schnell klar, dass wir es hier mit einem wirklich aktuellen Problem haben, zu tun haben, das wir auch lösen sollen. Diese Alltagsvergleiche fand ich super, auch mit dem Feuerzeug ans Salz gehalten, auch wenn das in diesem Fall ja tatsächlich dann gar nichts bringt. Die Sachen aus einem Rucksack geholt, das fand ich einen ganz guten Trick für die Präsentation. Also super Sachen gewählt, die dann auch ja das alles noch mal ein bisschen unterstützt haben, dass man es einfach besser verstehen konnte. Ganz toll. Danke. Vielen Dank. Genau. Christians Meinung spielt genauso eine große Rolle wie die der anderen drei Juroren. Wir schaffen aber wahrscheinlich zeitlich nach jedem Vortrag bloß drei große Feedbacks. Deswegen vielen Dank an Janine Richter nochmal und vielen Dank an die Jury. Wir sehen dich später auch nochmal wieder wahrscheinlich. Also bis gleich. Bis dann. Wir haben übrigens Gäste aus Italien, aus Kroatien, auch aus Berlin sind Leute eingeschaltet, auch aus Sennestadt. Also wir sind breit aufgestellt. Das freut uns natürlich sehr. Und die Frage,
welche Fragen man so im Kopf hat, hat mich bewegt, um den zweiten Vortrag anzumoderieren. Denn der Vortrag heißt am Ende The Answer to Nearly All of Your Questions. Und ich frage mich im Moment aber auch so Sachen wie, warum brauchen eigentlich manche Parteien so lange, um Kanzlerkandidaten zu nominieren? Und warum müssen sich Frauen im Beruf, auch in der Wissenschaft, eigentlich so oft viel blödere Fragen gefallen lassen als Männer? Oder warum nutzen wir mit Klimawandel eigentlich einen Begriff, der so harmlos klingt, obwohl man vielleicht eigentlich eher etwas Existenzbedrohendes dafür nehmen sollte? Ob der Vortrag diese Fragen beantwortet, ich zweifle es ein bisschen, denn eigentlich in voller Länge heißt er Microalgae, the answer to nearly all of your questions. Herzlich willkommen von der WWU aus Münster, Giulia Marchetti. Guten Abend, Marvin. Hallo Giulia, schön, dass du da bist. Bist du bereit? Bin ich bereit. Wir freuen uns auf deinen Vortrag und deine 3 Minuten starten jetzt. Have you ever thought about how comes we are alive? No, I know you are the result of the best efforts of your parents. I don't really want to go into that now. I mean, what is it that keeps us alive? Yes, exactly, oxygen. What maybe you don't know is that about half of the oxygen that you are breathing in right now is produced by microalgae. Microalgae are algae that are so small that you cannot see them without a microscope. But despite their size, they are probably the most important organisms on Earth. No, they cannot build robots, but they were already sent to the moon and they can do something very special. Photosynthesis. They can infect you sun and CO2, to produce sugars and oxygen. And this is the oxygen that we are breathing in right now and the one that enabled the evolution of higher living forms, like us. So in some way, we all owe them one. But these selfless organisms are not only keeping us alive, but they can also help us with the problem of climate change. At the present rate, by 2050, we will in fact need the resources from about 3 planets to sustain our way of living. I don't know what you think about this, but I'm still not ready to move to Mars. We need to change our habits and we need to find renewable energies that can substitute fossil fuels. And this is where the microalgae come into play. Microalgae can in fact be used for biodiesel production, but their efficiency is still too low to completely substitute fossil fuels. To grow, microalgae need sun and water. Even wastewater from the industries will do. Then we take the microalgae, put them in a pond, and wait a few days until, boom, the pond is green and full of microalgae that can be used for biodiesel production. Unfortunately, scientists cannot control the weather. So what happens if the microalgae are in the pond on a very hot and sunny day? It's like an Englishman on Sicily in the middle of summer. He will definitely get sunburned. And this is what happens to the microalgae as well. But in our lab, we found a protein that may solve this problem. When the sunlight is too strong, the microalgae produce more of it. And this protein in turn protects the microalgae from the too strong sunlight. In my PhD, I am trying to understand how this protein works and if the microalgae can produce more of it. It will be like covering them in sun cream. And if the microalgae can grow better, they could also produce more biodiesel. And this would make biodiesel even cheaper. We are still on time to leave a decent planet for the next generation, but we must start acting now. Unless you maybe have some money left for your flight to Mars. Thank you. Danke, Giulia. Du bist auch volle Kanne im Zeitlimit geblieben. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gesagt, wir können auch auf Deutsch jetzt sprechen, obwohl du deinen Vortrag auf Englisch gehalten hast, nur um das kurz zu erklären. Wann hast du angefangen, mit Algen zu forschen? Wow, das ist schon lange. Ich denke ungefähr 6 Jahre, weil ich habe direkt von meinem Bachelor angefangen und ich habe dann Master und Doktor darüber gemacht. So, ich bin ein Mikroalgen-Fan. Sehr gut. Ob unsere Jury auch Mikroalgen-Fans hat, schauen wir jetzt mal. Und weil du eben nicht zu Wort gekommen bist, starten wir einfach mal mit Christian Schröder.
Danke, Marvin. Genau. Das mache ich gerne. Also erstmal ein ganz hervorragender Vortrag. Vor allen Dingen völlig ohne Hilfsmittel. Das finde ich ja dann mal ganz großartig. Das heißt also einfach nur die Gestik und die Mimik und natürlich die witzigen Sprüche. Also die haben das Ganze natürlich sehr schön, sehr spannend gemacht. Ja, mit den Algen, tatsächlich kenne ich mich da ein bisschen mit aus, weil ein Kollege von mir da in dieser Richtung forscht. Allerdings Wasserstoffproduktion. Aber wie auch immer, die Dinger scheinen also ganz wunderbar zu sein, was man damit alles machen kann. Würdet ihr denn jemals genug erzeugen können? Also gäbe es denn genug Algen, um tatsächlich sozusagen auch die nächsten Generationen bei uns zu versorgen? Oder vielleicht noch weiter gedacht, werden es irgendwann mal auch zu viel Algen? Kann man das dann auch noch gut kontrollieren? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Entschuldigung. Können Sie das vielleicht wiederholen? So. Genau, also wenn ihr die Algen sozusagen fit macht für die Produktion von Sauerstoff und auch anderen Dingen, gibt es jemals genug davon? Also kann man genug davon produzieren, sodass wir auch wirklich nachhaltig damit leben können? Ja, ich denke schon so, was ist wirklich gut mit Mikroalgen, ist, dass sie brauchen wirklich gar nichts ungefähr zu wachsen. So wie gesagt, Sonne und einfach Wasser. Und deswegen, das ist wirklich einfach, ausreichende Algen zu produzieren. Das Problem für Biodiesel und auch für Wasserstoffproduktion und so ist, dass manchmal so, die produzieren nur eine kleinere Menge noch im Moment und deswegen so alle, ich denke fast alle die Leute, die mit Mikroalgen arbeiten im Moment, forschen, sodass am Ende mehr, sodass die Algen besser wachsen können irgendwie, sodass auch dann mehr Biodiesel oder Wasserstoff produzieren werden kann. So, das geht nicht, es geht um die Produktion zu verbessern im Moment nicht. Die Algen sind schon relativ fit, aber wir arbeiten darüber. Okay, danke und auch danke an Christian. Vielleicht noch mal eine Einschätzung zu dem Vortrag. Elsa, wie hat dir der Vortrag von Julia gefallen? I really enjoyed it. I'm going to give my comments in English because the presentation was in English. I really enjoyed it. I learned a lot. It was very clear. I didn't realize that we owe half of our oxygen to microalgae, so we really do owe them one or more. And as someone with Scottish skin, I can totally understand the sun problem. So, but no, I think you did it really well, and it was very clear. And thank you very much. Thank you for the nice feedback. Danke, Elsa. Und vielleicht noch Martin kurz. Was sagst du? Ja, ich fand es auch ungeheuer stimulierend. Die Rednerin hat ihre Begeisterung ausgestrahlt. Ich glaube, das ist in der Wissenschaft ganz wichtig und auch eben auch wichtig, gute Wissenschaft, also Ideen eben und Konzepte und Resultate rüberzubringen. Das ist ihr, glaube ich, wirklich sehr gut gelungen. Kompliment. Okay, dann vielen Dank, liebe Jury. Vielen Dank, liebe Julia. Das war Vortrag Nummer 2. Und wir kommen nun zu Vortrag Nummer 3. Und im Prinzip das Ticket zum Mars, was Julia gerade erwähnt hat, unser nächster Teilnehmer hat sich darüber Gedanken gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, im Juli 2020 ist Perseverance losgezogen. Der Mars Rover ist daher hingeflogen. Am 18. Februar diesen Jahres ist er gelandet. Und jetzt gerade war auch nochmal wieder in den Medien dieser Helikopter Ingenuity, der da fliegen konnte und auch Aufnahmen gemacht hat. Aber eine Frage, die sich wenige Leute gestellt haben, aber eher vielleicht, ist, wer hat die eigentlich sauber gemacht? Denn jetzt ist uns gleich zugeschaltet vom Research Unit for Comparative Microbiome Analysis vom Helmholtz-Zentrum in München mit seinem Vortrag Mars doesn't need our microbes. Please welcome Antonios Michas. Hi Marvin, thanks for having me here. Hello Antonios, can you hear me and are you ready? Yes, can you also hear me? Yes, we hear you perfectly. So okay. Have fun and you need something? Thank you. Yes, I just need a few seconds. Now I'm ready. Okay, then your 3 minutes will start now.
Rick, what are you doing here? We're not on Earth anymore. This is our station on planet Mars. You see, microbes follow us everywhere we go, even when we leave Earth. And me and you need special equipment if we want to survive the extreme conditions we find on other planets. Because there's no oxygen, temperatures can be very low or radiation too high. But some Earth microbes like Rick might be able to survive there and stay behind even when we come back to Earth. Did you try to follow me outside, Rick? Were you planning a party with your friends? Rick, I really need to study Mars before you contaminate it. If we bring Earth microbes to other planets, they might affect the ecosystems there. They can cause problems we cannot even imagine. If we find similar life there, we want to know that it was there before and we didn't bring it from Earth. Can we really avoid that? Yes. And the first step to do that is to find out the ones that can follow us there and check if they can survive the extreme conditions. Let me show you a bit how it works. Rick, I need to know what you can do. Can you survive out there? Well, I can actually check your genetic material and try to find your genes. May I? Oh, even if you didn't want to. Oops. You're smoking, you addict. Anyway, many genes. Well, I know that if you can produce a protein like this one, it can actually help you resist high radiation. I need to check one by one with all your genes and try to see if there is a match. No. No. No, that says you break down alcohol. Rick, you really need to stop drinking. Ah, seems like you can do it actually. You can produce this protein and resist high radiation. We need to make an experiment to confirm that actually. And you need more than that if you want to survive out there. I should have a look at all your genes. Ah, we'll do that later, but Rick, I think it's time to tell them the truth actually. The truth is, we're not really on Mars right now. We're on a Mars analog, a place on Earth where conditions are similar to conditions on Mars. And we make our experiments there. That's because we still don't have a station on Mars, but seems like we will have one, maybe in the near future. And then it will be really important to know which of these microbes can follow us there, make sure they don't cause any problems, and they won't destroy the planet. I'll never bring you to Mars. Thank you very much, Antonios. Thank you too. So now you've got a new friend since you came up with your speech? We were friends before, but he insisted to join, so I couldn't say no. Okay, so I was glad that he was part of the speech. I think I might have a talk to him later. But now we will ask the jury for some comments on your talk. So Timo. Yes, it was fantastic. You had to laugh in the end, and I had to laugh too. You did it like an actor, yeah? Talking to your microbe like it was an Alexa or a cuddly toy or something like that. So it's a kind of comedy with a topic which is important, which is interesting. I liked it very much. Thank you very much. Okay, can I just say that he's more annoying than Alexa, actually? Martin. Yeah, I think it was a really entertaining presentation, and I think the issue you addressed may be relevant, of course, if humans try to somehow get to the Mars. And yeah, I think it's a fascinating problem. May I also ask a question? Please. To what extent is your research also maybe also relevant on Earth? So if we will not move to Mars. The point is that we need to focus more on microbes that live in extreme environments. And in case of Mars, we do it because similar environments can be found there. But if we stay on Earth, we know already that we have found many
many proteins, many microbes, that we can exploit in industrial processes, for example. That's more the applied part. But also learning more about these microbes, we learn more about the biology of life itself. We learn more about evolution of life on Earth, how it originated, from which place, how it evolved, and how we reached the point we have this high diversity, actually. So that's a big idea. Mm-hmm. Okay, thanks. Elsa or Christian, who has some feedback for Antonios? Well, as Martin and Timo pointed out, it's a wonderful performance. And so I feel like in a movie. And in fact, what you are dealing with is a little bit like, I think, like a horror movie. Yeah. So if you could get microbes from one planet to another planet and they would destroy the planet, this sounds, of course, terrible. But it's very fascinating to deal with these microbes under extreme conditions, I think. And that's very relevant as well. Thank you very much. Thank you too. Okay, then thank you very much, dear jury, and thank you, Antonios Michas. That was our third participant. Unser dritter Vortrag war das gerade und jetzt kommt Vortrag Nummer 4 und es geht tatsächlich dieses Mal um Maschinen. Ja, Maschinen, die immer mehr auch Sachen können wie Alexa, eben schon erwähnt, künstliche Intelligenz, aber eben auch sowas wie Bilderkennung. Und ein Fun Fact am Rande, ich habe mal gesehen, es gibt Algorithmen, die können das hier erkennen. Wenn man ihnen das hier vor die Nase hält, erkennen Algorithmen oder gibt es einen Algorithmus, der zu 85%iger Sicherheit sagt, das ist ein Apfel. Aber in dem Moment, wo man ihnen das hier vor die Nase hält, behauptet er zu 99,7%, es sei ja ein iPod, selbst wenn man noch Teile des Apfels sieht. Tja, diese Algorithmen können eben noch nicht alles. Was sie aber hingegen vielleicht bald schon können, darüber erzählt uns jetzt unsere nächste Teilnehmerin was von der Technischen Universität München und von der Ludwig-Maximilian-Universität München und von der Universität Augsburg. Ja, sie hat gesagt, sie ist von allen drei Universitäten, ist jetzt mit ihrem Vortrag To See or Not to See uns zugeschaltet. Daniela Neupert. Hallo. Hallo Daniela, bist du da und bist du bereit? Ich bin da und ich bin bereit. Super, dann wünsche ich dir viel Spaß und deine 3 Minuten starten jetzt. Wisst ihr eigentlich, was wir hier gerade machen? Wir laden 30 Bilder pro Sekunde in das Internet. Das sind über 100.000 Bilder pro Stunde. Und das machen nicht nur wir. Täglich wird eine unglaubliche Masse an Daten in Form von Bildern und Videos in das Internet geladen. Diese Masse an Daten ist für Menschen nicht mehr bewältigbar, um zum Beispiel alle Bilder mit Giraffen drauf zu finden. Da bieten sich natürlich Computer an, da sie bestimmte Aufgaben effizienter durchführen können als Menschen. Es gibt nur ein Problem. Computer verstehen Bilder nicht. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn wir moderne Kunst betrachten. Ah, ein gelber Spritzer oben links und ein blassviolettes Quadrat in der Mitte. Das muss eine Bedeutung haben, die sich mir gerade nicht erschließt. So geht es Computern, wenn sie Bilder sehen. Viele bunte Farben, aber was sie bedeuten, davon haben sie keine Ahnung. Gut, dass es Machine Learning gibt. Da haben sich Wissenschaftler nämlich CNNs ausgedacht. Das hat nichts mit dem amerikanischen Fernsehsender zu tun, sondern steht für Convolutional Neural Networks. Diese Netzwerke sind besonders gut darin, Konzepte in Bildern zu erkennen. Ein Konzept ist zum Beispiel ein Dreieck oder ein Giraffenohr. Aber wie machen sie das? Erst einmal bestehen Bilder aus Pixeln. Das sind quasi kleine quadratische Farbpunkte. Wenn man da hineinzoomt, sieht das ungefähr so aus wie mein Hemd. Jetzt kommen Filter ins Spiel. Nein, nicht solche. Solche. Die werden über das Bild geschoben, sodass sie sich zum Beispiel 9 Pixel gleichzeitig ansehen können. Es gibt aber nicht nur einen Filter in einem CNN, sondern tausende. Dadurch, dass sie über Beispielbilder, zum Beispiel von Giraffen, geschoben werden, lernt jeder einzelne Filter auf ein bestimmtes Konzept zu achten, zum Beispiel das Giraffenohr. Die Filter untereinander sind vernetzt. Dabei sind die Filter, die am Anfang des Netzwerkes stehen, eher dafür zuständig, die rudimentären Bestandteile eines Bildes zu erkennen, zum Beispiel einen Strich. Der Filter achtet dann nur noch auf Striche und ignoriert den Rest. Er gibt seine Ergebnisse dann an die nächsten Filter weiter. Die sehen also gar nicht mehr das originale Bild, sondern nur noch so eine Art Zusammenfassung. Dadurch können die späteren Filter schon komplexere Konzepte erkennen. Zum Beispiel
unser Giraffenohr oder das Giraffenauge. Die Konzepte, die dann von den letzten Filtern ausgegeben werden, dienen dem CNN dann, uns mitzuteilen, was eigentlich auf dem Bild zu sehen ist. Die Technologie ist schon so weit, dass sie eingesetzt wird, zum Beispiel im autonomen Fahren. Sie funktioniert natürlich noch nicht in allen Aspekten perfekt. Und wie fühlt es sich an, manchmal als Katze betitelt zu werden? Danke. Vielen Dank, Daniela Neupert. Auch du quasi mit Maskottchen an deiner Seite. Was findest du am spannendsten an der Bilderkennung? Es ist einfach krass, was Maschinen eigentlich schon können. So, dass es sozusagen schon vergleichbar ist mit Menschen und dass es immer besser wird vor allem. Und das liegt natürlich auch daran, dass es eine wahnsinnige Masse an Bildern und Beispielbildern schon im Internet gibt und die dafür hergenommen werden kann, um das Ganze noch besser zu machen. Das ist quasi so eine Art Kreislauf. Okay, ja, es passiert viel. Mal gucken, was bei unserer Jury jetzt passiert ist während deiner 3 Minuten. Liebe Elsa. Ja, fand ich wirklich super. Ich wollte sagen, ja, die Bilderkennung, ich habe viele Erklärungen dafür gehört, aber nicht so spannend und nicht so wirklich toll. Ich würde sagen, die Beispiele und Beispiel von moderner Kunst zu benutzen, fand ich wirklich grandios. Und das hast du wirklich toll gemacht und deine Begeisterung. Du kannst das wirklich sehr gut, das kann man spüren. Danke. Danke, Elsa. Christian, was ist dein Resümee? Ja, das schließt eigentlich genau an dieses Anfangsstatement an. Ne? Das ist jetzt mal so ein Ding, was extrem abstrakt ist, so ein CNN. Und das so zu erklären, dass man das als Normalsterblicher erklären kann, und ich muss sagen, ich habe damit tatsächlich beruflich auch ein bisschen zu tun. Ich habe es noch nie so wunderbar erklärt bekommen. Das ist einfach klasse, muss ich sagen. Und zusätzlich einfach auch deine Körpersprache, diese Witzigkeit. Und man sieht eben auch, dass du dich dafür sehr begeisterst für diese Dinge. Und ich finde, das ist immer ganz extrem wichtig bei diesen Darstellungen, dass man sieht, da brennt jemand für dieses Fach. Also ganz großartig. Dankeschön. Ein Sternchen von Christian Schröder. Timo, was gibt's von dir? Ja, auf jeden Fall auch ein Sternchen, wenn nicht sogar 2 oder mehr. Ich fand es auch schön, wie mit wenigen kleinen Hilfsmitteln das dann einfach nochmal verständlicher gemacht wurde. Die Beispiele, die immer gegeben wurden. Ne? Da wurde zum Beispiel gesagt, Konzept. Konzept ist ja erstmal ein ganz einfaches Wort. Aber dann wurde gleich gesagt, was du denn damit meinst, wenn du von einem Konzept sprichst. Das ist super, weil das hat mir geholfen. Ich habe nämlich von dem Thema ansonsten überhaupt gar keine Ahnung. Aber jetzt habe ich einen kleinen Einblick bekommen und tatsächlich auch das Interesse, da nochmal ein bisschen ja, genauer drüber nachzudenken und auch nochmal ein bisschen nachzuforschen, wie das denn wirklich ist. Auch schön dieses wie du es gespielt hast mit der modernen Kunst. Das ist natürlich was, das holt einen ja gleich ab. Man kennt das, man steht vor einem Kunstbild und denkt sich so, gelber Klecks, was soll denn das? Das Ende fand ich auch sehr schön, weil dieser Vergleich zwischen Giraffe und Katze, tatsächlich, wenn man das Tier, was du da hattest, sich anschaut, könnte es ja in anderen Farben auch eine Katze sein. Es hat ja keinen besonders langen Giraffenhals. Das stimmt, ja. Ja, ob Katze oder Giraffe können wir, glaube ich, heute nicht hinreichend klären, aber vielen Dank für die Einschätzung der Jury und vielen Dank an dich, Daniela Neupert. Dankeschön. Ja, und dann haben wir auch schon die Hälfte hinter uns und aber auch natürlich die Hälfte vor uns. Und das heißt, wir werden alle währenddessen ein bisschen älter während dieser Veranstaltung. Und wer weiß, wie alt wir überhaupt werden. Ne? Es ist jetzt keine Frage, wie alt man wird, aber auch zum Beispiel Angela Merkel ist jetzt 66 Jahre und wird wahrscheinlich jetzt ihr letztes Amtsjahr haben. Immer noch im Amt hingegen ist Queen Elizabeth II. In England, ne? 95 Jahre alt geworden, gerade erst. Aber auch das ist nicht die älteste Person, die es auf Erden mal gab. Die älteste Person tatsächlich, die bis jetzt gelebt hat, ist eine Französin. Jeanne Calment heißt sie oder hieß sie und lebte von 1875 bis August 1997, ganze 122 Jahre und 164 Tage. Vielleicht hatte sie ein Geheimrezept dafür, wie man das Leben verlängert. Genau wie unsere nächste Teilnehmerin. Sie ist vom Friedrich Miescher Laboratory of the Max Planck Society aus Tübingen. Und ihr Vortrag heißt A Matter of Life and Death. Please welcome Autumn Pomreinke.
So we begin our journey when an egg meets a sperm and form a fertilized embryo and develop to a fully formed organism with head to toes. And as we take our journey around the sun, our mortal bodies start to deteriorate and lose its defense against diseases. So we have stem cells in our bone marrows that generate 200,000 white blood cells per second to maintain our immune system and fight against diseases. There are also enzymes called NAMP that recharges and help repair our stem cells and sustain the stem cell population. However, if a stem cell becomes unhealthy, it must reduce the level of NAMP and initiate cell death. If not, it will overproduce NAMP and overproliferate and become cancerous. So to understand NAMP further, as a scientist, I use model organisms that are closely related to humans, such as zebrafish. Zebrafish are vertebrates, and their genes are 70% related to humans. They originated from the Ganges River in India, and they lay their eggs externally. So, to mimic the rough spawning environment of the river, I put adult fish in engineered boxes called sacs on the beach and collect their embryos. An embryo is smaller than a grain of sand, but it's optically transparent, so you can see every single cell as it divides and from head to tail. We can also see proteins by fluorescently labeling them, such as NAMP. If we can see NAMP, we can learn more about it and learn how to fine-tune the levels of NAMP in the right cell at the right time. If we can learn more about NAMP, maybe we can use it to stay youthful even in our later years and not end up in a shriveled body like poor Tithonus in Greek mythology, granted with immortality, but not eternal youth, begging for death to come. Thank you. Thank you very much, Autumn. Yes. So what do you think? Why do people always try to prolong their lives? Why is it so interesting for people? Well, this is not really to prolong our lives. So what's the point of living long, but if you can't really, you know, use your bodies? So Tithonus, for example, this is a question since Greek mythology, in ancient Greeks, where humans are known to live long. They can live long, but our bodies deteriorate. We go blind. We can't eat, we lose our teeth. So the point of NAMP is that we maintain our stem cell population so that we can regenerate our body. Whether or not we live longer is another question. But we look better maybe. So stay young, stay healthy. At our good looking jury. Very good looking. they don't need NAMP at all. Martin. Yeah. Yes. Thanks. Thanks a lot for your impressive talk. I think it was a good introduction how, a biological model system can be used to address very fundamental questions with regard to development and cell death. And I think you, with simple tools, you gave us a really good and fascinating introduction to this really important topic. Thank you, Martin. Elsa. Yeah, thanks. If there's one thing I've learned over the years through FameLab is about the zebrafish. And so many young scientists have talked about the zebrafish and the fact that it has 70% cell similarity to humans. Great. But yes, the goal is to not necessarily live forever, but to live more healthily. So I think that you brought that across very well. And we wish you every success and look forward to the result. Okay, thank you. And Timo? Yes, the question, who wants to live forever? By Freddie Mercury. It's not the question who wants to live forever. It's a question who wants to live fit forever, I think. And thank you for your explanation, and I liked your handcraft you did. Was it your work?
I have to admit, I did it with my son. Okay. Yes, so he was cutting, yes. I was pasting. Work together, that's good. Yes, you have a nice speed in speaking, so I could follow you. And yes, I liked. Thank you. Okay, and thank you to our jury, and thank you, Artem Pomeranke, for your talk. Stay healthy. Das war der fünfte Vortrag, jetzt kommen wir zu Nummer 6 und ich habe auch mal im Vorfeld so ein bisschen Pseudo-Recherche gemacht. Es ist ja immer noch Corona. Ich habe mal geguckt, Corona hat ja so ein RNA-Genom mit ungefähr 30.000 Basenpaaren. Wenn ich jetzt eins von diesen RNA-Basenpaaren, Uracil, jetzt mal so stellvertretend nehme und gucke mir die topologische polare Oberflächen da an, das sind ungefähr 58,2 Angström. Ja, wisst ihr ja, also Quadrat-Angström. Wenn ich jetzt von der quadratischen Oberfläche ausgehe, wäre das ja dann 7,5 ungefähr Angström breit. Und ein Angström, das wisst ihr alle, ist ein 10-Millionstel Teil eines Millimeters. Ist ja klar, ist zwar keine SI-Einheit, aber das weiß man natürlich. Und würde jetzt alle Basenpaare von RNA aneinander packen, dann wären das in der ganzen Länge 0,02 Millimeter. Und höchstwahrscheinlich habe ich mich damit verrechnet. Jedenfalls würde ich das auf jeden Fall irgendwie in einen Rucksack reinbekommen. Was der nächste Teilnehmer alles in seinen Rucksack reinbekommt, das erzählt er uns gleich am besten selber. Vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik und vom Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme ist uns jetzt gleich zugeschaltet aus Dresden Stefan Golfier mit seinem Vortrag Unser entknotetes Erbgut. Stefan, bist du da? Ja, grüß dich, Marvin. Kannst du mich hören? Wunderbar. Ich kann dich gut hören und ich freue mich auf deinen Vortrag. Deine 3 Minuten starten nämlich jetzt. Okay, super. Ich brauche nur noch ganz kurz meine Kopfhörer. Ja. Oh Gott. Oh, verdammt. Okay. Ich denke, wir alle kennen dieses Problem. Zumindest jeder, der schon mal schnell die Kopfhörer brauchte oder auch die Weihnachtsbaumbeleuchtung vom Boden vom letzten Jahr runterholen musste, der weiß, wovon ich rede. Lange Dinge tendieren einfach dazu, sich hoffnungslos zu verknoten. Aber wenn wir es schon nicht schaffen, unsere Kabel organisiert zu halten, wie schafft es dann eigentlich, unser Erbgut sich nicht so zu verknoten? Denn unser Erbgut, das ist DNA. Ein langes Molekül, in dem der komplette Bauplan drinsteht, um zum Beispiel einen neuen Menschen zu bauen. Nun ist dieser Bauplan nicht geschrieben wie eine IKEA-Bauanleitung Seite für Seite, sondern in unserer DNA steht unser Bauplan in einer Zeile hintereinander weg. Und aus diesem Grund ist unsere DNA sehr, sehr lang. Sie ist so lang, dass unsere Zellen sie in einem Zellkern verpacken. Und wäre dieser Zellkern so groß wie mein Rucksack hier, müsste jeder unserer Zellen ca. 500 Kilometer DNA hier reinbringen, ohne dass sich die DNA verknotet. Denn was passiert, wenn sich DNA verknotet? Das kann man sich sehr leicht vorstellen. Wenn ich jetzt eine Zelle wäre und das hier meine verknotete DNA und ich als Zelle möchte mich teilen, dann passiert Folgendes. Das Erbgut zerbricht und der Bauplan ist zerstört. Und tatsächlich sind solche zerbrochenen DNA-Stücke eine häufige Ursache für Krankheiten wie zum Beispiel Krebs. Wie also schafft es unser Erbgut, sich nicht zu verknoten? Und hier kommt meine Forschung ins Spiel. Ich bin ein Biophysiker, das heißt, ich versuche zu verstehen, wie das Leben physikalische Probleme, wie eben das hier, löst. Nun würden wir gern in den Zellkern reinschauen, aber die DNA dort drin ist so dicht verpackt, dass wir nur sehr wenig erkennen können, selbst mit unseren besten Mikroskopen. Aus diesem Grund habe ich mir Teile der DNA aus dem Zellkern herausgeschnitten und habe diese auf eine Glasoberfläche aufgebracht, sodass ich mir einzelne kleine DNA-Stücken direkt im Mikroskop anschauen kann. Und damit konnte ich etwas Faszinierendes beobachten. Ich konnte sehen, wie ringförmige Proteine, man kann sich die vorstellen, wie kleine Motoren auf der DNA binden und diese zu Schlaufen organisieren. Und dieser Prozess passiert überall auf unserem Erbgut. Auch gerade in Ihnen, in diesem Moment, ist eine Armee von kleinen Proteinmaschinen nur damit beschäftigt,
ihr Erbgut zu sortieren und zu verhindern, dass es endet wie meine Kopfhörer. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan Golfier. Stefan, gestatte mir eine Frage. Wie bringt man DNA auf eine Glasscheibe auf? Ja, du kannst dir das vorstellen, dass man die Enden wie mit einem kleinen Kleber versieht. Also es sind sozusagen sehr klebrige Moleküle, die man an die Enden von der DNA hängen kann. Und dann macht man die Oberfläche von dem Glas auch klebrig, aber eben nur für diese kleinen Moleküle. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Klettverschluss, weißt du? Zwei Stücken, wenn die zusammenkommen, halten die. Und wenn man das nur an den Enden macht, dann kann man sich das sehr schön anschauen. Aber es ist tricky, auf jeden Fall. Sehr cool. Mich hast du fasziniert. Mal gucken, ob du die Jury auch fasziniert hast. Ich weiß gar nicht, wen ich eben nicht drin hatte. Wer war eben nicht dabei? Entschuldigung, ich habe die Reihenfolge vergessen. Wer fängt an? Christian. Ich kann nur anfangen. Also. Ja, gern. Okay, also Stefan, ja. Ein großartiger Vortrag. Also erstmal die Location fand ich super. Der war nämlich, also gerade die Wände, so schön schlicht. Das hat überhaupt nicht abgelenkt. Der Trick mit dem Kopfhörer und dem Rucksack, das ist natürlich super. Also das erlebe ich leider täglich. Also jetzt nicht mehr so sehr, weil man ja so viel im Homeoffice ist, aber durch diese Reiserei, ja, also insofern hast du mich also da voll ins Mark getroffen. Ich hätte vielleicht mal eine Frage. Kann man das auch, also ich meine, das ist ja faszinierend eben, was Marvin auch schon sagte, dieses Aufbringen auf ein Glasplättchen. Also das heißt, in den Größenordnungen, in denen ihr arbeitet, gibt es da auch Ideen, wie man so etwas möglicherweise praktisch anwenden kann? Ich meine, das, was du machst, ist ja quasi die Grundlagenforschung herauszufinden, wie eben dieses Entknoten funktioniert oder das Sortieren. Aber könnte man da auch eine Anwendung denken? Genau, wie du schon sagst, es ist Grundlagenforschung, es ist ein ganz aktives Feld. Aber tatsächlich sind viele dieser Maschinen, die unser Erbgut ordnen und verhindern, dass es sich verknotet, sehr, sehr aktive Forschungsgebiete, zum Beispiel in der Krebsforschung, weil eben das eine häufige Ursache, eben diese Knoten, diese zerbrochenen DNA-Stücke, sind eben eine häufige Ursache für Krebs. Also es wäre jetzt die direkteste Anwendung. Und jetzt mal weitergedacht, tatsächlich ist es ja so, dass in unserem Genom unsere Gene drin sind, also wirklich die Baupläne für die Proteine, aber die müssen ja auch an- und ausgeschaltet werden. Und diese An- und Ausschalter, die sitzen zum Teil sehr weit weg auf der DNA. Und wenn man jetzt, kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt so eine Schleife macht, dann kommen hier unten zwei Bereiche der DNA miteinander in Kontakt. Zum Beispiel so ein Anschalter und ein Gen, sodass quasi über die Art, wie die DNA in diese Schlaufen organisiert wird, gleichzeitig auch die genetische Aktivität reguliert werden. Also das ist sozusagen auch noch noch ein Verständnis, was uns auch einfach noch gefehlt hat, sozusagen. Ja, total faszinierend. Also ich würde jetzt mal sagen, der the next Harald Lesch. Ja. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Elsa, was hast du für Stefan noch als Feedback? Ich fand, du hast die Requisiten perfekt benutzt. Also und jeder von uns kann das verstehen. Entweder dieser Kopfhörerbeispiel oder der Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ich dachte gerade an. Das ist tatsächlich mein Job zu Hause. Ja, ja, es ist immer so. Nee, klar, ruhig, wirklich. Hast du wunderbar gemacht. Dankeschön. Und dann hören wir noch Martin. Ja, schließe mich all meinen VorrednerInnen an. Was ich ganz besonders gut fand, dass du eben von einem allgemeinen Problem ausgegangen bist, was wir alle kennen, dann aber durchaus auch relativ konkret auf deine eigene Forschungsarbeiten noch zu sprechen kamst und eben nicht bei diesem allgemeinen Problem sozusagen stehen geblieben bist. Das war, glaube ich, wirklich gut und auch das eigene Forschungsprojekt zumindest verleihen, die Problematik, die Herangehensweise gut auf den Punkt gebracht hast. Dankeschön. Ja, und auch vielen Dank an dich, Stefan. Das war Vortrag Nummer 6. Ja, wir kommen zu Vortrag Nummer 7 und ich habe tatsächlich seit der Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich ein neues Lieblingssuffix. Ja, eine neue Lieblingswortendung, nämlich Oide. Das heißt ähnlich aussehend, beschaffen oder geformt. So wie zum Beispiel bei Androide, Anthropoide, Hämorrhoide, Hominoide. Es gibt sogar Suffixoide.
Kann man mal nachgucken, muss man aber nicht. Denn das, was spannender ist, ist eigentlich, dass es von Organen auch Organoide gibt. Und was genau Organoide sind, ich weiß gar nicht, ob es erklärt wird. Auf jeden Fall ist es Teil des Vortrags, denn jetzt kommt für uns vom Institut für Humangenetik der Universität Regensburg zugeschaltet Patricia Berber mit ihrem Vortrag Organ, Organoid, Organovie. Hallo, Patricia. Hallo. Schön, dass du da bist. Du kannst mich hören, wir können dich hören. Sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Deine 3 Minuten starten jetzt. Hallo. Ich würde euch heute gerne über eine neue Entwicklung in der Gesundheitsforschung berichten. Sie heißen Organoide. Ein Organoid ist ein selber gezüchtetes Organ in einer Petrischale. Das ist wirklich genauso, wie es klingt. Es ist Forschern inzwischen gelungen, Herzorganoide zu machen und Leberorganoide und sogar Nierenorganoide, die dazu in der Lage sind, Urin zu produzieren. Ich selber forsche nicht mit Nierenorganoide, weil ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock hätte, von meinen Experimenten angepinkelt zu werden. An unserem Institut forschen wir am Auge. Jetzt denkst du dir vielleicht, dass das Auge kein besonders spannendes Organ ist, aber heute mag ich euch beim Gegenteil beweisen. Dein Auge ist wie ein Eisberg. Damit meine ich, dass das meiste passiert unter der Oberfläche. Das hier ist die Netzhaut. Wenn du das nächste Mal gerne deine Freunde beweisen würdest, wie intelligent du doch bist, sag ihnen einfach, dass die Netzhaut hat den höchsten Stoffwechselumsatz von dem ganzen Körper. In der Netzhaut finden wir auch meine Lieblingszelle, die Photorezeptorzelle. Sie ist dazu in der Lage, einen Lichtreiz in ein Nervensignal umzuwandeln, wie ein Dolmetscher. Vor 2 Jahren hat mir mein Doktorvater gesagt, er will, dass ich ein Netzhautorganoid selber mache. Und ich dachte, er will mich verarschen. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass andere Leute sowas machen, aber wie zum Teufel soll ich sowas machen? Wenn ich aber eines in meinem Studium gelernt habe, es gibt nichts, was du nicht im Internet finden kannst. Also habe ich alles zu diesem Thema gelesen, was ich gefunden habe. Und unter anderem habe ich gelernt, dass in der menschlichen Entwicklung Stammzellen durch eine Serie von chemischen Reizen in eine Netzhaut umgewandelt werden. Also bin ich ins Labor gegangen, habe mir Stammzellen geholt, habe sie in eine Petrischale getan und habe diese Reize nachgemacht. Nach einem Jahr hatte ich etwas, das sah aus wie so ein einzelnes Körnchen Couscous. Woher weiß ich also, ob ich ein Netzhautorganoid habe oder ob irgendjemand sein Mittagessen in meinen Inkubator gestellt hat? Ich habe mein Präparat genommen, habe es aufgeschnitten und mit einem besonderen Mittel gefärbt. Dieses Mittel färbt meine Lieblingszelle, die Photorezeptorzelle, bunt. Ich bin zum Mikroskop gegangen, hab das Licht ausgemacht und sah lauter leuchtende Photorezeptorzellen in mein Netzhautorganoid. Danke. Vielen Dank. Liebe Patricia, Organoide, was war denn das für ein Gefühl, als du das gesehen hast, dass es tatsächlich dir gelungen ist, ein Netzhautorganoid zu züchten? Total surreal, total spooky, weil man weiß es halt erst gelungen, wenn man sein eigenes Präparat untersuchen kann. Das heißt, über diese lange Kultivierungszeit hinweg wusste ich gar nicht, hat es jetzt funktioniert oder mache ich da nur Unsinn, mache ich da nur Schmarrn? Erst in dem Moment, wo ich mein Präparat zum ersten Mal unter dem Mikroskop gesehen habe, wusste ich, dass es gelungen ist. Heureka. Wie gelungen dein Vortrag im Augen der Jury, in den Augen der Jury war, hören wir uns jetzt mal an. Timo. Ja, also meine Netzhaut hat sich gefreut über diesen Vortrag auf jeden Fall. Ich habe eine Nachfrage einmal an dich, und zwar das, was dann letztlich da rausgekommen ist. Wo kann ich das jetzt einsetzen? Also was kann man damit jetzt machen? Organoide und vor allem Netzhautorganoide sind super spannend in der Forschung, weil sie geben uns viele Möglichkeiten, Fragen zu beantworten, die bis zu diesem Zeitpunkt für Forscher total unangänglich waren. Zum Beispiel, wir haben jetzt die Möglichkeit, diverse Erkrankungen selber in einer Petrischale uns anzugucken, um zu verstehen, wie funktioniert diese Erkrankung, was genau passiert oder passiert nicht. Und die darauffolgende Frage ist dann natürlich,
gibt es einen Weg, wie ich das therapieren kann, mit zum Beispiel einem Medikament oder so, dass ich dann direkt an den Organoid austesten kann. Ja, also eine furchtbar wichtige Sache und gute Sache ja auch, die da auf uns zukommt. Ja, hier kommt auch gerade jemand auf mich zu. Sorry. Ich fand super, wie du das in einer wirklich guten Alltagssprache rübergebracht hast. Du hast von Lieblingszellen gesprochen. Du hast auch davon gesprochen, nicht angepinkelt werden zu wollen. Das fand ich, man hat gemerkt, du hast Spaß daran. Du hast auch Spaß, das rüberzubringen. Das war sehr schön. Das Finale mit dem Licht hatte natürlich nochmal so einen Punkt dann hinten rausgebracht, der es wirklich gut gemacht hat. Ja, und ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, wenn ich das nächste Mal irgendwann mal wieder in eine Kneipe darf und mit meinen Kumpels da sitze, dann habe ich ein bisschen Angeberwissen to go. Ja, die Netzhaut mit dem höchsten Stoffwechselumsatz des gesamten Körpers, das nehme ich auf jeden Fall mit. Kannst du gleich ein Bierchen mehr gönnen, weil deine Netzhaut hat ja so einen hohen Umsatz. Tipps für das Leben danach. Lieber Christian, was sagst du? Ja, ich musste tatsächlich zwischendurch auch lachen. Also es war herrlich ehrlich sozusagen. Aber nicht nur die Vergleiche und was du gesagt hast, sondern vor allen Dingen tatsächlich auch so ein bisschen diese Herangehensweise, die du beschrieben hast. Wie nähere ich mich einem Thema? Da mag man schmunzeln, wenn man sagt, da schaue ich mal ins Internet. Aber tatsächlich ist das heute die wichtigste Quelle. Ja, also es ist da nicht unbedingt Media, sondern es sind die wissenschaftlichen Artikel, die man darüber bekommt. Aber das fand ich ganz großartig. Und auch eben, dass du angedeutet hast, wie mühsam doch auch dieser Weg ist. Aber wie sehr man auch belohnt wird. Also man arbeitet und am Ende sieht man, dann war es jetzt alles für die Katze oder ist es wirklich gelungen? Und wenn man es dann sieht, ich meine, da wird man einfach belohnt für diese ganze Mühe und diese ganze Arbeit. Und ja, ich meine, das macht ja das wissenschaftliche Arbeiten aus. Das finde ich, hast du ganz toll rübergebracht. Vielen Dank, Christian. Martin? Ja, eigentlich wurde alles schon gesagt. Also das Problem wurde, glaube ich, klar dargestellt. Es wurde klar dargestellt und auch mit viel Empathie und ja, guten Körpereinsatz sprachlich sehr gut, wie das Problem gelöst wird und ja nachher eben nach all den Problemen, Frustrationen, die so etwas mitbringt, ja, welche Freude dann zum Schluss aufkommt, wenn man dann tatsächlich ein tolles Ergebnis sieht. Es war eine gelungene Präsentation. Sehr glaubwürdig und ja, wirkte authentisch, um jetzt mal dieses abgedroschene Wort zu gebrauchen. Vielen Dank, liebe Jury, und vielen Dank nach Regensburg an Patricia Berber. Danke. Und damit, wer mitgezählt hat, dem fällt auf, es bleibt noch eine Person, die wir noch nicht gesehen haben. Und damit meine ich gar nicht mal unsere Regie. Auch vielen Dank natürlich an die Leute, die das Ganze hier möglich machen. Ich sitze hier in diesem Raum tatsächlich ganz alleine, deswegen kann ich ja auch ohne Maske sitzen. Und meine Regie sitzt unten, so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten. Die können mich zwar hierüber ansprechen, wenn ich das jetzt aber rausziehe, dann können sie mir gar nichts mehr sagen. Da könnte ich jetzt auch einfach machen, was ich will. Die haben mich vorher sehr gut gebrieft, die wussten, haben mir genau gesagt, was ich hier zu tun habe, aber wenn ich jetzt diesen Stecker hier ziehe, dann kann ich machen, was ich will. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man so ein System auf einen anderen Planeten schickt und dann gar keine Ahnung mehr hatte, wie kann ich das eigentlich kontrollieren, wenn es da angekommen ist. Unser letzter Vortrag heute kommt quasi von der TU Dortmund und er heißt It's hard to repair something which is on a different planet. Designing Flawless Machines for Earth and Space. Und er kommt von Marina Rantanen-Modea. Welcome. Hi, thank you. Hi Marina, are you ready? Yeah, I think I am. I was born ready. Then good luck, have fun, and your 3 minutes will start now. Imagine that you're a space systems engineer and you're about to watch this comet lander that you've spent most of your career designing finally reach its final destination, a comet somewhere close to Jupiter. It's such an exciting moment, and you're expecting the lander to start braking slowly and then smoothly land on the surface of the comet. But instead of stopping, oh no, it bounces like a football, once, twice, three times, and breaks one of its two solar panels before it finally takes a halt. Oh no, this is not good. But what can you possibly do to fix it now? This talk is not about repairing stuff that we send into outer space. It's about the necessity to find design strategies that help us build flawless machines that work on the first go. So what we would normally want to do is to test and correct things in the real environment until they finally work.
But as you just heard, the real environment might be impossible, unrealistic, or just too expensive to reach. I mean, even if this comet lander crashed in your backyard, you probably don't want it to break because it must be a very expensive machine. Therefore, I research how we can combine models that describe different parts of these very complex machines in computers so that we can catch all of these flaws before we build anything in a realistic way. So how could partial models that talk to each other help at all? Well, let me give you an example. So a chemist has designed the perfect battery, the best battery there is, according to the chemist. Then we have the electronics designer who has built electronics based on what they know about this perfect battery. But then the mechanical engineer needs to fit all of these parts into the mechanics, and maybe the electronics are too big and the battery is too heavy and the whole process starts over. Now imagine there's not three, but 3,000 of these experts that need to collaborate, and they all have their own models of their part of the system. So in my research, I have discovered ways to create simplifications of these models so that they can share this relevant information. So for instance, the size of the battery to the mechanical engineer. But when a project is this big with so many people, not one human can keep track of this, but a computer can. So the question is, would this kind of computer-based design phase model interaction have saved our comet lander? Maybe. At least we're one step closer to building flawless machines that will not need to be repaired. Thank you. Thank you very much for your flawless speech, dear Marina. So my question to you would be, would you say that all of your research is basically science communication to help all the different scientists to communicate with each other? Yeah, that's a great way to put it, using a computer that will talk for them. So the computer will keep track of everything that they need to say because humans tend to forget a lot of things. Yeah, that's human. So dear human jury, you heard our last speech, and maybe Elsa, what's your opinion? It sounds like a great solution for human forgetfulness. But no, you explained it very well, what it's for. And I was with you all the way. And the examples were good. And I really could, see that in front of me. And I thought it was very clear, good use of the props, and well structured. Thank you. Thank you so much. Martin, your feedback, please. I think it was a great explanation of this kind of complexity problem when various teams, various many different expertises have to cooperate to get such a thing, complex machine running, let's say, on a remote planet. And I think you explained really in a very succinct way how one should reduce the complexity in some way to solve this really difficult issue. So it was fascinating, and you explained it, I would say, in a really great way. Thanks a lot. Oh, thank you. That's so great to hear, because I very often hear how difficult it is to understand what I'm doing. At least I got an intuitive idea. I am not sure whether it's correct, but I have the impression. I hope so. That I... And Christian, what is your impression? Yeah, it is once again a very nice example of how to explain something very abstract from the computer science part of view, something very abstract in a way that everybody can understand it and can see where the very need is of all this. So, yeah, very nice. That's great to hear. Thank you so much. Okay, thank you for your feedback, and thank you, Marina Rantanen-Modea. Thank you. Und dear jury, ihr bleibt bitte noch ein bisschen kurz bei mir. Jetzt habt ihr alle 8 Vorträge gehört. Timo, jetzt müsst ihr euch gleich entscheiden. Du lachst schon. Ja.
Ja. Tatsächlich habe ich, als ich das moderiert habe, habe ich an dieser Stelle immer gedacht, super, dass ich das nicht machen muss. Jetzt sitze ich hier und muss es machen. Also es ist natürlich unglaublich schwer, da jetzt gleich das raus zu diskutieren, wer da, glaube ich, der Beste war. Weil ich glaube, wir haben wieder sehr viel, sehr qualitativ gute Vorträge gehört, die unterhaltend waren, die Spaß gemacht haben, die gezeigt haben, dass die alle für ihr Thema richtig brennen und sich auch richtig viel für uns überlegt haben, um uns das zu zeigen und näher zu bringen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal super viel wert und super, super gut gewesen. Also vielen Dank von meiner Seite schon mal an alle Kandidaten. Ich fand es wieder fantastisch. Elsa, wir geben euch ja jetzt gleich ungefähr eine Viertelstunde. Ist das nicht totaler Wahnsinn, das jetzt in 15 Minuten zu entscheiden? Ja, ich habe noch so viele Favoriten. Ich fand die Qualität von aller Präsentation war sehr hoch. Also ich fand, wir haben so komplexen Themen wirklich gut Laien erklärt und das wird so schwierig. 15 Minuten reicht nicht, bitte. Mal gucken, wie viel ich für euch noch rausschlagen kann. Ich glaube, wir spannen auch das Publikum gar nicht viel länger auf die Folter. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg beim Überlegen und beim Sondieren und wir sehen uns in ungefähr einer Viertelstunde wieder. Okay. Und ja, wir hatten es ja, ich hatte es eingangs schon erwähnt, es gibt ja nicht nur die beiden Jurypreise, sondern es gibt auch einen Publikumspreis, der von euch gleich ausgerufen wird. Also ihr könnt gleich mitmachen bei einer Abstimmung, die wird gleich in den Chat geschrieben. Aber damit ihr euch auch nochmal daran erinnert, wer heute alles dabei war, gibt es jetzt sozusagen nochmal den Schnelldurchlauf, wo ich versuche, euch nochmal kurz einen kleinen Einblick ins Thema zu geben. Und wo wir, wenn die Regie das gleich hinkriegt, auch kurz nochmal die Person einblenden, die den Vortrag gehalten hat. Also erinnert euch doch nochmal zurück. Heute an Nummer 1 war Janine Richter, die dank ionischer Flüssigkeiten bald hoffentlich weniger Bauxite mit auf den Wandertag nehmen möchte mit ihrem Vortrag Der steinige Weg zu grüner Alufolie. Du kannst nochmal winken, sowas Freundliches in die Kamera, genau. An Nummer 2 war Giulia Marchetti, die den Klimawandel aufhalten will, indem sie kleinen Algen die Arbeit überlassen möchte mit dem Vortrag Microalgae, the answer to nearly all your questions. Dann Nummer 3, Antonios Michas, der jetzt trotz Astronauten-Outfit sich weigert, seinen grünen Freund Rick mit auf Mars-Expedition zu nehmen. Mit seinem Vortrag Mars doesn't need our microbes. Antonios Michas, Nummer 3 war das, genau. Dann gibt es noch Nummer 4 heute, Daniela Neupert. Sie versucht mit Engels Geduld einem Algorithmus ein Giraffenohr zu erklären. Ihr Vortrag hieß To See or Not to See. Das war Nummer 4. Auf 5 war heute Abend Autumn Pomreinke, die vielleicht im NAMPT-Enzym von Zebrafischen ein Rezept zum Aufladen der Stammzellen gefunden hat. Ihr Vortrag hieß A Matter of Life and Death. Auf Nummer 6 heute Abend Stefan Golfier, der trotz Kabelsalat genau weiß, wie man eine DNA aufrollen sollte, mit seinem Vortrag Unser entknotetes Erbgut. Auf 7 heute Patricia Berber, die selbst kaum glauben konnte, dass sie Augenorganoide züchten durfte. Ihr Vortrag hieß Organ, Organoid, Organo, wie? Und last but not least heute Nummer 8 Marina Rantanen-Modea, die ganz systemische Lösungen sucht, um Roboter auf fremden Planeten nicht reparieren zu müssen. Mit dem Vortrag It's hard to repair something which is on a different planet, designing flawless machines for Earth and Space. Das waren sie, nochmal kurz eingeblendet, unsere 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ihr müsst euch jetzt entscheiden, wer hat für euch heute den besten Vortrag gehalten? Welcher Vortrag hat euch heute Abend am besten gefallen? Es gibt jetzt gleich einen Link in den Chat reingepostet. Da könnt ihr mal gucken, den könnt ihr dann anklicken und kriegt hoffentlich ein neues Fenster, wo ihr dann euch entscheiden könnt, wem ihr heute Abend eure Stimme gebt. Also es gibt den Link zu Strawpoll und da könnt ihr einen Kandidaten oder eine Kandidatin heute vielleicht noch sehr glücklich machen. Ja, da wird gepostet. Ich sehe es auch hier schon im Chat. Also, ihr habt jetzt die Chance zum Abstimmen. Und
Ich habe eben auch schon gelesen, es war viel los im Chat. Ne? Es war heute eine ganze Menge hier. Es gab viel Applaus, viele Kommentare, auch einige Grüße an Rick waren, glaube ich, heute mit dabei. Planeten-Emojis, auch viele Wünsche einfach an alle. Da ist einiges gewesen im Chat. Und da ist auch gleich wahrscheinlich noch mehr im Chat. Denn ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wenn ihr euch nochmal gleich diese Gesamtperspektive hier anguckt. Hier steht ja noch sowas, hier steht noch so eine wunderbare Tasse. Und da ist so ein hervorragender Terminplaner, auch mit dem schönen Bielefeld-Logo, etwas Kaffee und Schokolade. Und das Ganze steht dann nicht einfach nur, damit es gut aussieht, sondern nein, es gibt ein kleines Raffle. Also ihr könnt das tatsächlich von uns geschenkt bekommen. Erstmal müsst ihr eine kleine Aufgabe erledigen. Schreibt doch einfach in den Chat I love Bielefeld, wenn ihr an diesem Raffle teilnehmen wollt. Das heißt, ihr schreibt in den Chat und mit etwas Glück werdet ihr gleich gezogen und dann gucken wir einfach mal, was dann passiert. Dann könnt ihr dieses Homeoffice-Paket von Bielefeld Marketing gewinnen. Das ist übrigens die Boss-Edition. Ich glaube, da ist noch, ich weiß gar nicht, wo sich das genau unterscheidet. Das ist auf jeden Fall das beste Homeoffice-Paket, was man im Moment bei Bielefeld Marketing erruffeln kann. Und während ihr noch fleißig in den Chat schreibt, gucke ich einfach mal ganz neugierig weiterhin in die Kamera. Denn ich weiß nicht so genau, ob unser nächster Gast überhaupt schon da ist, weil den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Denn jetzt möchte ich euch jemanden vorstellen oder mit jemandem ins Gespräch gehen, um auch die Juryzeit ein bisschen zu füllen mit etwas, was euch interessieren könnte. Denn wir haben eingeladen die Gewinnerin, die letztes Jahr das Deutschlandfinale für sich entscheiden konnte. Und zwar Nicola Ganta. Mal gucken, ob die jetzt schon da ist. Ja, hallo, ich bin da. Hallo Nicola, wunderbar, dann hat das geklappt. Du hast letztes Jahr gewonnen. Du hast den Vortrag Pimp My Part, Integration von Partikeldämpfung durch selektives Laserstrahlschmelzen gehalten in einem digitalen Event. Das heißt, du weißt ziemlich genau, wie die sich gerade alle fühlen. Erzähl doch mal, wie war das letztes Jahr für dich? Beim Deutschlandfinale war es noch anders. Da habe ich den vorher eingereicht. Der wurde dann abgespielt und ich war mit der Jury halt live im Gespräch. Beim internationalen Finale war das aber wie jetzt gerade. Also man hält den Vortrag live, ist natürlich tierisch aufgeregt, was man, glaube ich, als Publikum gar nicht so merkt, dass die Leute, die jetzt gerade den Vortrag halten, boah, ich glaube, das Herz schlägt bis zum Hals, auch wenn man das eigentlich fast keinem angemerkt hat heute. Oder nein, gar keinem. Genau, und dann nach dem Event ist es halt irgendwie ein bisschen verrückt in dieser digitalen Form, weil dann steht man alleine in seinem, also zu Hause, kann diesem Adrenalin irgendwie gar nicht so richtig Platz geben, wie das sonst bei so einem richtigen Event ist, wo man dann ja mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen irgendwie noch was trinken kann und zusammen lachen kann und irgendwie so, ja. Oder glaubst du warst aufgeregter, weil du alleine zu Hause warst? Oder wärst du vielleicht aufgeregter gewesen, wenn da 1000 Leute in der Halle gesessen hätten? Oh, immer aufgeregt. Ich kann es gar nicht sagen. Aber war das denn letztes Jahr auch quasi dein erster Versuch, deine Wissenschaft in so einem Wissenschaftskommunikationsstil aufzubereiten? Oder hast du schon vorher dich damit beschäftigt? Ich hatte auch beim FameLab schon mal mitgemacht in Braunschweig, 2 oder 3 Jahre vorher. Und ich habe bei Science Slams auch schon mal mitgemacht. Genau, aber von der Aufgeregtheit war das immer 100%. Okay, es gibt einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben dann irgendwann so einen Draht auch für Wissenschaftskommunikation. Warum fasziniert dich das so, deine Forschung auch den Leuten zu erzählen? Ich finde das, mir macht es total Spaß, mir Geschichten, also im Prinzip erzählt man ja auch eine Geschichte. Also natürlich möchte man erzählen, wie das tatsächlich funktioniert, also zum Beispiel ein technischer Prozess oder ein biologischer Prozess, was auch immer. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen wie Theater spielen und Leute für etwas begeistern und Leute abholen. Und das als Aktion macht mir schon total Spaß. Und dann ist es natürlich auch super gut, weil wenn man danach auf einem Familientreffen sagen soll, was man denn eigentlich macht, dann fällt das auch viel leichter. Oder halt auch, wenn es dann an Forschungsanträge geht oder andere Dinge, wo man erklären muss, vielleicht für einem technischen Publikum, aber trotzdem, was nicht denselben Hintergrund hat,
was man denn eigentlich tut oder tun möchte. Ich glaube, wir alle kennen so Leute, die haben mal erzählt, was sie eigentlich beruflich machen, aber dann hat man es nicht so richtig verstanden und dann fragt man auch nicht mehr. In deiner Familie wissen das dann anscheinend alle, nachdem du es erklärt hast. Ich habe deinen Vortrag auch schon sehen dürfen. Ich habe es, glaube ich, auch immer noch ganz gut in Erinnerung, weil du mit guten Bildern gearbeitet hast. Du hast ja jetzt auch das Glück gehabt, dass du gewinnen durftest dass du gewonnen hast. Das hat ja nichts mit dürfen zu tun. Da warst du einfach gut. Und dann warst du im internationalen Finale. Das ist ja dieses Jahr auch wieder wahrscheinlich digital. Ich glaube, es ist sogar schon entschieden, dass es auch digital stattfindet. Erzähl doch mal ein bisschen, dann hat man ja plötzlich noch mal so die Crème de la Crème international. Wie war das für dich beim internationalen Finale? Man lernt, also durch das digitale Event und dass man nicht vor Ort ist, lernt man ja kaum wen kennen. Also halt nur in einem Zoom-Call, wo halt vorher, okay, jetzt eine Stunde könnt ihr euch mal kennenlernen, aber wenn 20 Leute in einem Zoom-Call ist, da baut man natürlich keine persönliche Beziehung auf. Was mich aber total verwundert hat, ist, dass trotzdem gibt es eine WhatsApp-Gruppe und es gab super starken Support unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das war ganz, ganz toll. Und in dieser WhatsApp-Gruppe, die es gibt, schreiben immer noch Leute, ja, und wir machen jetzt ein digitales Event, möchte jemand mitmachen oder für meine Forschung mache ich das und das. Also da bleibt der Kontakt tatsächlich auf die Weise, die geht, bestehen. Und das fand ich total beeindruckend. Und super schön. Also ja, das wird mir vorher schon viel erzählt, aber sogar digital klappt das. Okay, also man bleibt irgendwie in Kontakt, man trifft ja dann auch auf Gleichgesinnte. Vielleicht, jetzt hast du in Deutschland mitgemacht, du hast mir im Vorfeld auch erzählt, es gibt andere Länder, wo das noch anders aufgezogen wird als bei uns. Was hast du da für Beobachtungen gemacht? Ja, das fand ich super beeindruckend. Ich dachte, das vielleicht ist in anderen Ländern FameLab ein bisschen kleiner als in Deutschland oder so. Und ich habe das Gegenteil kennengelernt. Also zum Beispiel FameLab Egypt, also Ägypten, da ist das ein richtig, richtig großes Event. Also Hunderte, vielleicht sogar Tausende von WissenschaftlerInnen bewerben sich da drauf. Das heißt, der hat sich, ich weiß gar nicht, in wie vielen Vorrunden der Teilnehmer von Ägypten durchgesetzt. Und das fand ich total, total verrückt. Damit hätte ich nie gerechnet. Und auch in Katar ist es auch ein sehr großes Event, glaube ich. Das war sehr, sehr beeindruckend. Macht man sich ja hier kein Bild von. Und dann ist natürlich auch ganz toll, dass jetzt solche Veranstaltungen digital stattfinden. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, den internationalen Wettbewerb von letztem Jahr nochmal angucken und auch das Deutschlandfinale, weil ja jetzt einfach alles besser dokumentiert ist. Ich habe gerade von der Regie den Auftrag bekommen, das Publikumsvoting sozusagen jetzt offiziell zu schließen. Vielleicht frage ich auch dich, Nicola, nochmal so einen Publikumspreis zu bekommen oder einen Jurypreis zu bekommen. Glaubst du, was fändest du spannender? Das ist schwierig. Das kann ich. Könnte das ist eine blöde Frage. Ne? Habe ich mir auch gerade ganz spontan ausgesucht. Aber vielleicht kann ich dich als Teil des Publikums mal fragen. Hast du die Vorträge heute Abend sehen können? Ja. Hast du schon einen Favorit oder eine Favoritin? Ich finde es so schwierig. Ich möchte nicht in der Haut der Jury stecken. Ich fand die Vorträge extrem gut. Ganz, ganz großes Lob an alle. Und ich glaube, wenn man nicht gewinnt, dann hat man trotzdem hier einen richtig guten Job geleistet, auf jeden Fall bei den Vorträgen. Vielleicht, die Vorträge sind ja auch im Vergleich zu den Vorentscheiden noch einmal durch so eine Masterclass gegangen. Da warst du ja auch dann dabei. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, irgendwie, wie ist denn das, wenn man da so noch mal so eine Masterclass bekommt? Das war toll in einer Hinsicht, und zwar, dass ich erstmal kennengelernt habe, dass Wissenschaftskommunikation wirklich ein Feld ist. Ich kannte bisher eigentlich nur Science Slams und dass man da auch angeschoben wird, damit weiterzumachen. Und das war ganz, ganz toll. Und dann zusätzlich war noch, also es waren wirklich tolle Ratschläge und wie wir an den Vorträgen gearbeitet haben, auch wenn man bestimmt hatten auch alle, die heute da sind, da schon, also sind ja super im Präsentieren. Und trotzdem, finde ich, hat man da noch ganz tolle Tipps mitgenommen. Also ich glaube, mich zum hat Beispiel noch weitergebracht. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, eins, was uns auf jeden Fall mehrmals geraten wurde, war zum Beispiel so TED-Talks ansehen und auf die Körpersprache achten. Weil Körpersprache ist ein ganz wesentliches Element von guten Präsentationen. Und einfach mal
zu beobachten oder auch beim Mitmenschen, wie setzen die ihre Körpersprache ein? Und ja, kann ich das vielleicht auch für mich nutzen oder für meine, ob es jetzt ein Vortrag ist oder einfach nur im witzigen Gespräch beim Mittagessen mit Leuten. Und wenn nicht gerade in einer Videokonferenz sämtliche Körperteile abgeschnitten wurden, die man für Körpersprache hätte einsetzen können, ist das bestimmt auch etwas, was uns nach der Pandemie noch weiterbringt. Oder eben auch die Frage nach diesen digitalen Performances, die uns sicher vielleicht auch noch ein paar Wochen und Monate uns stellen wird. Liebe Nicola, vielleicht zum Schluss hier nochmal an dich. Jetzt warst du ja schon mal international unterwegs. Was sind dann noch deine Tipps vielleicht für den oder die, die heute Abend gewinnt? Was hat dir... Ich glaube, also ich fand nicht, dass das Event groß anders ist. Also gut, wenn für die Leute, die jetzt auf Deutsch gehalten haben, die halten ja dann auf Englisch. Aber ansonsten ist es total vergleichbar. Also diverse Vorträge aus allen möglichen Fachrichtungen. Und eigentlich geht es ja darum, Spaß zu haben und den Spaß an Wissenschaft zu zeigen und zu vermitteln. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Das heißt einfach weiterhin Spaß haben. Vielen Dank, liebe Nicola, dass du heute Abend auch hier dabei warst beim Finale 2021, wenn auch aus einer ganz anderen Position heraus. Gern, das hat mich gefreut. Dir alles Gute und ich habe schon die ersten Informationen hier, wer heute Abend abgesahnt hat. Das heißt, wir kommen mal hier, wir steigern uns mal langsam. Erstmal hier das Raffle geht heute Abend ausgelost, haben wir aus den allen Leuten, die in den Chat geschrieben haben, Johnny Brie. Herzlichen Glückwunsch, Johnny Brie. Du machst jetzt am besten Folgendes. Du machst irgendwie vielleicht einen Screenshot oder irgendwie einen Beweis davon, dass du es wirklich bist und schickst eine E-Mail an info@bielefeld-marketing.de. Ja, so machen wir das hier. Also schick uns eine E-Mail, damit wir Kontakt zu dir aufnehmen können. Und dann wünschen wir dir viel Spaß mit dem Homeoffice-Paket von Bielefeld Marketing. Und bevor ich zur Auflösung des Publikumspreises komme, es ist tatsächlich so, wir wären hier nichts ohne unsere Partner. Also nochmals wirklich von Herzen danke an Goldberg und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh, an Herz 87.9, ans Kulturamt aus Bielefeld, an die Uni Bielefeld und an alle anderen, die hier gerade noch dran beteiligt waren. So, jetzt ist es das der Moment, wo der Moderator Spannung aufbauen darf. Denn ich habe hier unten einen Zettel liegen, da steht schon drauf, wer den Publikumspreis 2021 im Deutschlandfinale absahnt. Ich gucke mal ganz kurz, hier steht er, dieser formschöne Pokal wird ordnungsgemäß eingepackt und verschickt an Trommelwirbel, an Julia Marchetti. Julia, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das Publikum hat für dich abgestimmt. Ich würde dir den jetzt gerne einfach hier, ich überreiche ihn dir mal. Da kommt er. Du hast jetzt die Chance, nochmal irgendwie ein Wort ans Publikum zu richten. Ja, ich wollte alle euch wirklich danken. Ich freue mich, ich bin ein bisschen so, ich freue mich wirklich. Ich wollte auch, darf ich ein paar Personen persönlich bedanken auch? Klar. Danke. So, zuerst alle meine Kolleginnen und ein wirklich großes Dank zu Lara, Martin und Felix. Die haben mir wirklich viel geholfen und auch an Tobi und alle meine Freunde und Familie aus Italien. Thank you from Italy and all over the world where you were to vote for me. Thank you. Ja, das war's. Sorry. Ich habe das letzte Mal vergessen und ich habe mir gedacht, wenn das passiert, muss ich mal machen. Wenn man zufällig nochmal gewinnt. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich, liebe Julia. Und alles Gute weiterhin für deine Forschung an den Mikroalgen. Dankeschön. Und ja, es ist jetzt fast schon das Ende vom FameLab Deutschlandfinale. Wenn ihr Interesse habt, auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten zu werden von Veranstaltungen vom Wissenschaftsbüro hier aus Bielefeld, dann empfehlen wir euch, meldet euch doch für den Newsletter an. Da kriegt ihr auf jeden Fall immer mitgeteilt, wenn was Neues passiert aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation. Das könnt ihr auch ganz spezifisch genau für solche Veranstaltungen anklicken. Da müsstet ihr auf bielefeld-marketing.de gehen und dann /Newsletter. Und da könnt ihr dann
euch anmelden und dann verpasst ihr auch keinen FameLab hier in Bielefeld mehr. Ja, das bleibt zu sagen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob die Jury sich jetzt schon entschieden hat oder ob wir nochmal in den Chat gucken können. Ich mache einfach weiter. Ne, es ist ja noch ein bisschen was hin. Die waren ja auch super, ne? Die Jurorinnen und Juroren dieses Mal. Sehr sympathische Menschen. Die werden bestimmt eine gute Entscheidung getroffen haben. Hier muss ich jetzt erstmal wieder 100 Mal Isle of Bielefeld hochscrollen, damit ich an was komme. Ja, mega gut, schreibt Luisa. Well done, Autumn, schreibt jemand. Ich glaube, das ist Jekaterina. Ich kann kein Kyrillisch. Aber ich glaube, das ist so. Hier sind noch mehr Bravos, noch mehr Well Dones. Aber es gibt wenig Fachfragen hier. Das ist auch, glaube ich, normal bei so einer gut erklärten Unterhaltungsveranstaltung. So, ich lege das mal zur Seite. Ich bin jetzt mal ganz mutig. Ich frage jetzt einfach mal. Liebe Jury, seid ihr soweit? Ja. Großartig. Ihr seht auch alle noch so aus, als hättet ihr euch nicht so dolle gestritten. Wie ist es gelaufen, Christian? Ja, es war natürlich echt schwierig. Ja, also das kann man schon sagen. Also man möchte am liebsten ja mal allen einen Preis geben, weil jeder so seine Art und Weise hatte, das entsprechend rüberzubringen und auf eine sympathische, auf eine fachlich tolle Art und Weise. Also das war schon nicht so leicht. Ja. Also wir haben uns dann aber, ich sag mal, ohne zu kloppen, tatsächlich einigen können und sind auch wirklich alle einer Meinung, dass wir jetzt so die richtigen gefunden haben für den ersten und den zweiten Platz. Okay. Gab es irgendwelche Kriterien, Martin, die heute eine besondere Rolle gespielt haben? Ich glaube, die Kriterien, die du genannt hast am Anfang, haben eine Rolle gespielt. Einmal ging es natürlich um den Content, es geht ja um Wissenschaftskommunikation, dann aber auch Clarity und eben Charisma. Ich glaube, das waren schon die Aspekte, die wir hier eingehend diskutiert haben, entlang und der Kriterienliste ganz artig und brav und strukturiert. ja, und wie gesagt, es war extrem schwierig, aber wir sind dann trotzdem zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen. Ich wollte nur mal kontrollieren, ob ihr euch auch an die Regeln gehalten habt. Da bin ich ja beruhigt. Ich weiß nicht, wer von euch sich traut, den oder die Zweitplatzierte des heutigen Abends zu küren. Wer darf? Ich steige ein. Wir werden das aber immer im Duo machen. Ah. Eine Person aus der Wissenschaft und eine sozusagen mit der Außenperspektive. Ich fange jetzt an mit Platz 2. Und wie gesagt, das war eine schwierige Entscheidung. Die Gewinnerin, die Zweitplatzierte, ist Patricia. Jetzt kurz, warum? Sie hat, glaube ich, ein wissenschaftlich sehr relevantes Thema dargestellt. Organoide, das ist ein Thema, was natürlich von großer praktischer Relevanz ist. Sie hat das Ganze sehr klar strukturiert rübergebracht, was auch wichtig war. Sie hat auch die Frustration, die eine solche Forschung mit sich bringen kann, irgendwo intuitiv, das können wir ja alle nicht konkret nachvollziehen, hat es aber auch intuitiv rübergebracht und schließlich einfach die Freude, wenn man ein tolles Ergebnis gewonnen hat. Ich gebe jetzt weiter an Heisa. Ja, und ich wollte nur sagen, für uns war auch wichtig, ja, congratulations, für uns war auch wichtig, dass das so wirklich eine wunderbare Story war, wie das zustande kam, wie dein PhD-Supervisor dir das gesagt hat. Wir haben gelacht, aber es war ein komplexes Thema, wunderbar klar, ehrlich rüber, also das, wie das wirklich für dich war und authentisch und wir fanden das alle wirklich sehr gelungen und wunderbar. And congratulations. Herzlichen Glückwunsch, Patricia Berber. Du darfst auch was sagen. Oh Gott. Danke schön, danke die Jury. Es hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich muss ich mich bedanken bei Andreas, mein Ehemann. Alle Leute im Hintergrund haben es mitgekriegt, wie sehr mir der Andreas geholfen hat, hier mit dem Setup und mit dem Licht und meine Nerven beruhigt. Und ich wäre einfach nichts ohne ihn. Und danke euch fürs Zugucken. Wie schön zu sehen, wie du dich freust und vielen Dank für den Vortrag und natürlich auch für die Einschätzung der Jury. Und wenn Martin sagt, es gibt immer Duos, die küren, dann rate ich jetzt mal, dass als nächstes Christian und Timo sich den ersten Platz sozusagen teilen.
Genau, da liegst du vollkommen richtig. Wir haben die Ehre, den ersten Platz zu vergeben. Und da auch nochmal vorweg, es war schwierig. Also der Unterschied zwischen ersten und zweiten Platz, der ist auch wirklich nur hauchdünn, das muss man einfach so sagen. Und soll ich jetzt noch länger warten oder sollen wir die Katze aus dem Sack lassen oder besser vielleicht aus dem Rucksack? Es ist tatsächlich Stefan geworden. Stefan hat uns wirklich sehr überzeugt durch seine Art und Weise, wie er uns abgeholt hat, also sozusagen aus dem täglichen Leben mit seinem Rucksack und dem Knäuel in die wissenschaftliche Tiefe, in die DNA, in das Erbgut und dann auch noch mit seinen Exponaten sozusagen wirklich wunderbar visualisiert hat, was er denn eigentlich als Biophysiker dort treibt und was man denn damit tun kann. Also das fanden ich wirklich großartig, denn immer wieder zurück sozusagen zum Ziel der FameLab, es geht ja darum, Wissenschaft zu kommunizieren und da muss ich einfach sagen, Stefan, das hast du ganz hervorragend gemacht. Mach bloß weiter so, ich möchte dich mal im Fernsehen sehen und da kann sich jetzt etwas ergänzen. Vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig. Es war total super. Ich war auch sehr aufgeregt und ich freue mich riesig über den Platz. Vielen, vielen Dank. Timo. Ein bisschen was möchte ich auch noch sagen. Du hast in deinem Vortrag gesagt, lange Dinge tendieren dazu zu verknoten. Man kann sich auch in einem 3-Minuten-Vortrag verknoten. Das geht auch. Aber du hast es perfekt geschafft, genau das nicht zu tun und damit ja auch im Grunde deinen Vortrag nochmal unterstrichen. Von Anfang bis Ende wirklich ein total tolles Setting, was du geschaffen hast. Du hast das Thema selbstbewusst dargestellt. Du hast es sehr klar dargestellt, aber auch mit sehr viel Spaß. Also man hat dir wirklich abgenommen, dass du A, für das Thema brennst, aber vor allem auch dafür brennst, es anderen rüberzubringen. Und das haben wir dann am Ende tatsächlich nochmal sehr hoch bewertet und damit herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Ja, vielen, vielen Dank. Aber ich muss dazu ganz ehrlich sagen, dass ich nichts wäre ohne natürlich meine tolle Partnerin Sophia, die mich immer unterstützt und meine Eltern und meine Familie. Aber auch ohne das Max-Planck-Institut und meine tollen Kollegen. Es ist wirklich wunderbar, hier zu arbeiten und ohne die hätte ich das auch niemals so geschafft. Also auch noch vielen, vielen Dank an alle Zuschauer und natürlich auch an die Jury und an FameLab. Vielen Dank, Stefan Golfier, und vielen Dank auch an unsere Jury des heutigen Abends, die sich heute die Mühe gegeben hat oder die Zeit genommen hat, sich mit allen unseren 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auseinanderzusetzen. Nochmal ganz herzlichen Dank an Elsa Kienberger, an Timo Fratz, an Professor Dr. Martin Egelhaaf und an Professor Dr. Christian Schröder. Vielen Dank euch. Danke. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. So muss es sein. Ja, das war unsere Jury, das waren unsere Teilnehmer und auch die Gewinnerinnen und Gewinner des heutigen Abends des Deutschlandfinales vom FameLab 2021. Julia als Publikumspreissiegerin und natürlich Patricia als Zweitplatzierte und Stefan als Gewinner und damit auch als derjenige, der Deutschland beim internationalen FameLab-Wettbewerb 2021 vertritt. Vielen herzlichen Dank euch allen auch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Mitabstimmen und fürs an der Wissenschaft interessiert sein. Wir hoffen, dass ihr das genießen konntet, dass ihr ein bisschen was gelernt habt und dass ihr auch was hattet, was ihr in euren Rucksack packen konntet. Ob es sich verknotet oder nicht, sieht man ja oft erst hinterher. Vielen herzlichen Dank. Das war es von uns hier aus den Nerdstar-Studios aus Bielefeld. Wir wünschen euch alles Gute und bis bald. Tschüss.